Linda Fair aus der Schweiz ist heute hier bei mir zu Gast bei Schlager und Co. Extra. Und liebe Linda, ich habe eben schon erzählt, 2014 ist dein erstes Album erschienen. Mhm. Kannst du dich überhaupt noch erinnern an diese ersten Momente im Musikbusiness und wann hast du dich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen? Ja, also das ist eigentlich schon eine ganze Weile zurück. 2014 ist jetzt erst 2 Jahre her, aber eigentlich habe ich schon als kleines Mädchen mit der Musik begonnen. Mhm. Durch das, dass mein Vater eine eigene Band hatte früher und auch Musik gemacht hat, auch Volksmusik und Schlagermusik. Und mich hat das immer fasziniert als kleines Kind. Ich war damals Fan von Geraldine Olivier und okay, so. Also und Patrick Lindner war hoch im Kurs bei mir damals. Und da habe ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang immer die Musik tief im Herzen getragen und gesungen, Gitarre gespielt. Mhm. Aber dann natürlich erst später durch den Schritt auch ins Showbusiness, durch die Wahl als Miss Schweiz, bin ich dann natürlich an verschiedene Türöffner gekommen und habe Chancen gekriegt, auch als Sängerin aufzutreten. Hat relativ lange gedauert dann, ne, wenn man überlegt, dass du dann diesen Schritt auch gewagt hast, als Sängerin Fuß zu fassen. Ja, ich wollte das wirklich gut durchdenken und ich wollte auch zuerst mal das Amtsjahr als Miss Schweiz wirklich auch als Miss Schweiz beenden und dann den Weg ganz langsam einschlagen. Und das ist ja heute auch nicht so einfach. Ich wollte auch das richtige Team, die richtigen Songs, wirklich ein tolles Album hinstellen. Mhm. Ich wollte auch gerne gleich mit einem Label aus Deutschland arbeiten, im deutschen Markt Fuß fassen und das braucht halt schon seine Zeit. Also und ich wollte mir das wirklich nehmen. Das ging alles dann einfacher, würdest du sagen, so mit dem Titel als Miss Schweiz? Ich glaube 2009 war das. Genau. Dass einem das dann schon auch gewisse Türen öffnet, dass man dann einfach mehr Möglichkeiten auch hat als davor. Das ist natürlich so. In der Schweiz wurde ich durch den Titel als Miss Schweiz eine bekannte Persönlichkeit. Mhm. Die Leute kennen mich, meinen Namen und ich konnte schon mal zeigen, wer ich bin. Und es ist dann aber auch nicht ganz einfach, wenn man dann das Genre wechselt und ich dann plötzlich Schlager singe. Die Leute wussten vorher schon, dass ich singe, aber sie nahmen mich als Miss wahr. Und das war auch schwierig, aber ich glaube, diesen Weg haben wir definitiv geschafft in den letzten Jahren. Und umso schöner jetzt, dass ich hauptsächlich als Schlagersängerin unterwegs sein darf.